hatte ich mich denn in den Kommentaren verlesen? Ich war mir ziemlich sicher, dass da stand, dass die Lava-Generationsplattform falsch war und nicht die hier. Das heißt, die ist auch noch falsch. Nicht so schön. Aber gut, dass es mir jetzt auffällt, bevor hier alles voll steht mit Maschinen. Das wäre dann dezent unpraktisch, wenn man die alle umbauen müsste. So. In Mitte ist jetzt... Stopp, Cobblestone. Mitte ist jetzt hier. Das heißt, die Brückenmitte ist immer noch da. Das heißt, das Ding kann wieder aufgebaut werden. Obwohl, nee, hat sich auch einen verschoben. Okay. Du... Weg, du hin, du weg, du hin. Und die zwei hier weg. Ah, auf der Karte sieht das absolut nicht gut aus. Das ist die mittlere Plattform auch größer. Wenn die mittlere Plattform, also oben, ne? Mitte, Mitte, Mitte quasi. Wenn die falsch wäre, das wäre nicht schön. Weil das war auch unsere Hauptplattform. So. Also 3, 6, 7. 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ist alles okay jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, das Ding da ist falsch. Dementsprechend ist das Ding da oben auch falsch. Das ist komisch. Also, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier ist die Mitte. Eine komische Mitte. Aber ist dieselbe Höhe wie der Holzblock da hinten. Gut, und dann von hier aus, von der Mitte. Ich habe nicht mehr genug Fackeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, zwei Blöcke. Zu breit. Und da oben auch. Was mache ich da jetzt? Was warst du? Du warst mein Ich mach Lehm zu Lehmkugeln Ding. Dich können wir ab. Au, was? Was war das? Wo ist der Extruder hin? Also wurde eingesaugt, okay. Dann baue ich mal dich ab, bevor du... Ach, das Ding haut mich. Hör auf zu hauen. So, jetzt mach das da weg. Dann baut das ab. Das... Wow. Ja, da war noch ein bisschen Clay drin. Also wieder zurück zum System laufen. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Erst ein bisschen hier Inventar aussortieren. Alles, was wir nicht sofort direkt brauchen, kommt alles da rein. Achso, Holz brauche ich. Cobblestone brauche ich auch. Ich bräuchte eigentlich mehr Fackeln zum Zählen. Ja. Also hier ist das kein Problem. Hier können wir das ganze Clay aufsammeln. Wir können das abreißen, das abreißen. Das ist alles nicht so das Ding. Was wir abbauen müssten, wäre hier die Soul Sand Geschichte. Das ist ein bisschen schade. Das hat doch schon so 10, 20 Minuten gedauert. Eine ganze Verkabelung und so. Aber das können wir dann später nochmal aufbauen. Mit Exportern? Weiß nicht, das geht mit Exportern nicht wirklich viel besser. Egal, muss weg. Alles für die Symmetrie, alles für den Club. Stellen wir einfach irgendwo ein bisschen effektiver nochmal neu auf. Und wir haben ja gerade auch genug Soul Sand. Das heißt, ich schmeiße das ganze Clay jetzt mal da rein, schmeiße den Soul Sand händisch in einen von den Rüttlern. Nee, das kann hier rein. So, Rüttler. Da, 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 da. Darfst dich mit dem anderen streiten, das reinzulegen. Und es klappt schon, okay. Dass wir auch wieder ein bisschen Netherquarz bekommen. Und oben. Ja, oben muss ich gucken, ob es da auch noch irgendwelche Probleme gibt. Was natürlich sehr gut sein kann. Oben war allerdings nur die Smeltery. Aber die war mittig. Da wird kein Problem herstellen. Nö, ich glaube, da oben war nichts Wichtiges. Also hier, in dem Streifen. Ja, umso besser. Weg. Weg.
weg, du weg. Ging doch relativ schnell. Das heißt, weg, weg. Hier schon mal andeuten, damit der Gyrogon in der Zukunft weiß, hier ist was faul. Hier muss geoutet werden. Hallo Creeper. Ich hab da was vergessen, ha? Willst du nicht hier auf die Fackeln laufen? Ist echt super, auf Fackeln zu laufen. Wollen wir eine Schusswaffe? Definitiv. Und wenn es nur kleine Kieselsteine sind. Jo, hier, Plansch. Oh, du hast einen Weg außen rum gefunden, ne? Das ist ein ganz schön kluger Creeper. Na, komm her. Oh. Ja, gut, gut, gut. Ich tue es mir mal an und guck kurz nach oben. Ah, die Schmelzöfen sind drauf. Und die doofe endlose Wasserquelle. Doofe endlose Wasserquelle mache ich mal weg. So. Das hier weg, das da weg. Und auch hier andeuten für später, dass hier dran gearbeitet werden muss. Will ich jetzt nicht sofort alles an einem Schwung machen. Wir müssen auch die ganzen Öfen erstmal leer bekommen und dann müssten wir die Fässer da wegmachen. Aber dass ich es mir merke für später. Was hat da gerade so komisch gefunkelt? Warst du das? Komische Mana-Note? Nein! Hatten wir nicht irgendwo Schleim eingesperrt oder so? Nee, das war hinter dem Turm. Ist der noch da? Will nur mal ganz kurz gucken, weil irgendjemand meinte, wenn man das Ding einmal gesetzt hat und da einmal einen Slime draus spawnt, der kommt nie wieder irgendwas, aber nö, ist noch da. Gut. Also, ich werde jetzt... Hallo, Enderman. Ich muss dich nicht töten, wir haben genug Enderperlen. Also, ich werde das jetzt nicht alles sofort umräumen auf das, ne, 7 in jede Richtung Ding. Aber für später wäre es halt ganz schick. Das heißt, die Brücke müsste hier auch dann neu gemacht werden. Das heißt, ich zerstöre sie einfach mal so ein bisschen, damit ich auch hier weiß, dass gearbeitet werden muss. Was ich jetzt allerdings lieber machen würde, wäre hier. Da fehlen nämlich noch ein paar Exporte. Und Ressourcen müssten eigentlich hinhauen. Ich gucke nochmal kurz das Glas rausholen. Das Rubber. Wobei das Rubber gleich wieder rein kann, um Plastik draus zu machen. So. Raus. Rein. Raus. Rein. Und hier noch Glas. So. 4, 5 Exporte müssten das werden. Export. Da, Basic Exporter. Hat keine schwarzen Dingelchen. 6 Stück. Sehr gut. Werden gleich alle gebaut. Ha, ist das schön. Ja, darauf habe ich echt gewartet. Ich würde jetzt gerne 6 Exporter bauen. Und bam, sind alle Ressourcen dafür da. So muss das sein. Das heißt, hier brennt es schön. Klick. Oh, du bist zu nah dran. Du musst hier weg. So, hier. 1, 2, 3 brauchten wir eigentlich nur. Aber es ist trotzdem gut, welche auf Vorrat zu haben. Exportiert da rein. Exportiert da rein. Exportiert da rein. Ihr habt alle schon eure Servos. Ihr seid alle am Abpumpen. Gut. Das heißt, wir bekommen jetzt noch mehr Lava ins System. Oh, das Ding konnte doch da stehen bleiben. Weil wir hier die Fluiduct-Geschichte haben. Ah, okay. Den habe ich nichts gesagt. Es läuft aber alles noch über... Oh, ich habe eine sehr schöne Idee. Also, der Kabelsalat hier stört mich ein bisschen. Ja, er ist relativ... Hallo? Was ist denn hier los? Geronimo. Mo. Sollte dir eine Plattform ausleuchten, bevor ich die ganze Zeit hier weiter schwafel. Und ihr sollt was essen. Nachdem es ausgeleuchtet ist. So. Ja, es wird da hinten einfach eine Plattform sein. Also Licht, 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 überall, Licht, hier, so. Auf dem Rücken. Ah, der Ecke vielleicht noch. So. Ein bisschen was essen und dann weitermachen. Also, die ganze Fluid-Kabellage hätte ich gerne weg. Dafür würde ich gerne mit Fluid Importern arbeiten und mit Tanks. Also diesen Open Tanks, wie wir sie hier auch sehen.
Das heißt, die Crucibles, oh, Goldrüstung, die Crucibles produzieren weiter Lava und sie werden auch weiter von Fluiducts abgesaugt, weil das einfach kosteneffektiver ist. Dann kommt hier allerdings ein Open Tank hin und oben auf den Open Tank ein Fluid Importer. Weil ich denke nicht, dass man einen Fluid Importer direkt an so einen Fluidukt legen kann. Und da müssten wir hier die Dinge eigentlich auch noch umstellen. Ah ne, du hast schon einen Fluid Exporter. Du hast Fluid Exporter, du hast einen Fluid Exporter. Das ist gut. Das heißt, nur der Planter für die Bäume hat das nicht. Das ist okay. Das heißt, wir hätten jetzt gerne einen Tank. Tank. Nicht diese komischen, die waren, wie gesagt, komisch. Ich hätte gerne den Open Blocks Tank. So, 4 Stück davon. Achso, und den Fluid Importer. Importer, Fluid. So. Das heißt, unsere neue Lavaanlage hier. Oh, das war knapp. Unsere neue Lavaanlage hier. Pump bitte nicht mehr in dieses komische Röhrensystem. Und du gehst mir bitte weg hier, du bist irritierend. Sondern, wo wäre denn am sinnvollsten? Hier genau in der Mitte, oder? Wo ist die Mitte? Hier ist die Mitte. Ja. Hier. Und dann hier. Dann so. Das heißt, das Ding füllt sich, das Ding leert sich, das Ding füllt sich, das Ding leert sich. Mach mal ruhig ein bisschen schneller. Always active. Das ist 20 Millibucket. Die Sprünge sind mir zu groß. 400 Mikrobuckets pro Sekunde. Das müsste eigentlich reichen. Aber es sieht nicht so aus, als wenn es raussaugen würde. Macht er das erst, wenn es ganz oben angekommen ist? Bist aber angeschlossen am ME-System, ne? Ah, schaut gut aus. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Aber okay, wir können jetzt das da oben abreißen. Glaube ich. Die Röhre hier. Ups. Das heißt, wir gehen jetzt über die Röhre rückwärts, hauen das Ding weg und halten dabei die ganze Zeit Shift gedrückt, obwohl das auf den Rohren, glaube ich, nichts bringt, weil man trotzdem runterfallen kann. So, hops. Weg, 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 weg. So, wo führst du hin? Hier wäre die nächste Geschichte. Die lassen wir erstmal so, wie sie ist. Dafür brauchen wir erstmal neue Fluid-Importer. Fluid jetzt allein sacken. So, das heißt, das neue System hier ist schon MEMisiert, das alte noch nicht, mit auch wieder doofen Röhren und so, aber das kommt auch bald. Nö, kommt es nicht, weil es abgerissen wird. Ah, stimmt, okay. Wir müssen uns gar keinen Kopf drum machen. Das Ding läuft nur noch so lange, bis das da hinten ordentlich aufgestellt ist. Das mit der Lava irritiert mich aber trotzdem ein bisschen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Importer wirklich bei den Open Blocks nur importiert, wenn... Also wenn er jetzt unten dran wäre, würde er durchgehend einsaugen, aber er ist nicht unten dran. Weil ich kann den hier auf maximale Stärke stellen und trotzdem saugt er nichts ein. Ist halt ein bisschen komisch. Aber wir können es auch an die Seite ranpappen. Ich glaube, es ist mir sogar ein bisschen lieber. Du, geh mal. Warum kann ich dich nicht mit Shift-Klick wegmachen? So, ganz langsam. Ah, weniger. Ja, von der Seite geht's. Also oben ist doof bei Open Blocks. Kann man sich, glaube ich, so ganz leicht merken. Und du schlürfst das jetzt leer und alles ist gut. Gucken wir mal, was die Bucket-Anzeige sagt bei dem Monitor da hinten. Wir sind bei 154. Vor 2 Folgen waren es noch 130. Also auf einem sehr guten Weg. Wobei wir allerdings noch nicht unsere ganze Energie... Zentrale da oben raufgebappt haben mit 20 Dynamos und Redstone-Kabel und was weiß ich. Es wird noch ein bisschen dauern. Aber gut, die nächsten Folgen
würde ich gerne das gleiche, was wir da hinten gemacht haben, kurzfristig mit der Anlage hier auch machen? Ich mag diese kurzfristigen Lösungen nicht wirklich. Also, nächste Folge bauen wir Netherrack. Und wenn wir genug Netherrack haben, fangen wir hier an, weiter auszubauen, damit wir später die Anlage komplett abbauen können, damit wir die Brücke in die Richtung machen können, damit wir die Brücke in die Richtung machen können. Und zwischendurch werden wir immer wieder ein bisschen was weghauen von der Plattform hier unten und der Plattform da oben, damit alles schön symmetrisch bleibt. Boah, das klingt doch gut. Also, bis gleich.